Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen zur Total Bitcoin Podcast Show. Mein Name ist Kevan Davani. Ich bin der Host der Total Connector Show und der Total Bitcoin Podcast Show. In Zeiten wie diesen ist es ganz erfreulich, wenn zum Beispiel reiche und erfolgreiche Entrepreneurs, die wirklich etwas produzieren, einen Wert, wirklich einen Mehrwert schaffen. Hey, Knöchelkopf, also jetzt auf Deutsch übersetzt, wir machen eigentlich sogar die Impfstoffmaschinen für CureVac, also das ist die Firma, das Unternehmen, soviel ich weiß, in Deutschland. Also jene Firma, in der du selbst investiert hast oder investiert bist, ja? Also Anspielung auf den Bill Gates. Ja? Und der Elon Musk hat sich schon mehrfach überhaupt zur Thematik geäußert, wie er dazu steht. Also er hat auf jeden Fall schon ganz klare Position bezogen. Er hat gesagt, also er hält von den Impfungen überhaupt nichts und seine Kinder sind, ja, sind immun und er und seine Familie gehören auch nicht zur Risikogruppe. Ich bin mir sicher, er hätte das noch wahrscheinlich noch viel, viel schärfer formuliert. Nur jetzt mein Kommentar noch dazu. Man muss sich schon fragen, Blackboxen, ne? nämlich Was genau? überall scheinbar. Und nachdem ja, wie wir wissen, die Weltgesundheitsorganisation zu einem Drittel oder zu zwei Drittel, aber auf jeden Fall zu einem substanziellen Anteil von Bill Gates und vor allem von Bill Gates und Melinda Gates Foundation gesteuert, kontrolliert und finanziert wird, abgesehen davon auch von der chinesischen kommunistischen Regierung, muss man sich schon fragen, was ist da für eine Agenda dahinter? Und heutzutage sollten wir überhaupt generell zum Thema, ich bin selbst kein Impfgegner, also jetzt prinzipiell gesehen, aber ich kann auf jeden Fall aufgrund der Fakten beobachtend auch sagen, dass die Impfstoffe, wie wir sie noch in unserer Generation quasi, also vor vielen Jahrzehnten noch bekommen haben. Also da muss man sich schon fragen heutzutage, aufgrund eben der verschiedenen Krankheiten, physiologisch, körperlich, psychisch und alle möglichen Symptome, die dann Kinder, aber auch andere Menschen dann entwickeln, als Reaktion auf diese Impfstoffe, die schon seit vielen Jahren verabreicht werden, allen möglichen Zuständen bis hin zu neurologischen Krankheiten. Es ist auf jeden Fall nachgewiesen. Und die Frage stellt sich, warum ist so eine hohe Konzentration von Aluminium, Blei, Quecksilber in einem öffentlichen Fernsehen, öffentlichen Beitrag ja auch schon gesagt, in Deutschland, ohne dass überhaupt irgendwelche Journalisten irgendwelche kritischen Fragen gestellt hätten. Was sind da überhaupt denn die Konsequenzen? Ja, werden die Menschen dann unfruchtbar? Hat das Auswirkungen auf die Genetik, auf die DNA-Abschnitte? Was sind die langfristigen oder mittelfristigen oder kurzfristigen Wirkungen? Ja? Also ja, Fragen über Fragen. Und man braucht wirklich kein Raketenwissenschaftler zu sein, um zu sehen, dass jetzt diktatorischen, ja, es sind sprichwörtlich diktatorische Maßnahmen, wenn eine Regierung, wie auch in Österreich, oder der Staat in Österreich den Menschen, wie sie vorschreibt, zu wie sie sich zu verhalten haben, wie viele Menschen bei einer privaten Feier zu Hause sein dürfen, wann Masken getragen werden dürfen oder nicht, welche Unternehmen, welche Tätigkeiten essentiell sind, wichtig sind. Dann, wenn dieses Gesetz, dann das nächste Gesetz in Kraft tritt, darf man sich dann auch in Restaurants dann noch identifizieren müssen, beziehungsweise eine Art Know Your Also, Customer. Das sind Maßnahmen, die jenseits von Gut und Böse sind, jenseits von unverhältnismäßig sind. Und man braucht wirklich kein Wissenschaftler zu sein, wenn man sich einfach nur die Zahlen anschaut. Also die Zahl der was auch immer bedeutet, die positiv Getesteten und die tatsächliche Sterblichkeitsrate. Und in manchen Ländern ist es bei 0,2, 0,2, also mehr, es sterben mehr Menschen. Und zwar jeden Tag, ja, auf der ganzen Welt, tausende, zigtausende Menschen an raucherbedingten Krankheiten. Oder es sterben mehr Menschen im Jahr an Wespenstichen oder Bienenstichen. Also was da an Wissenschaftsbetrug, Propaganda und Manipulation betrieben wird und Desinformationskampagnen, und investigative Journalismus haben wir sowieso nicht mehr. Wie auch immer, also das ist das eine Kapitel. Da würde ich wirklich jedem ans Herz legen, selber ein bisschen auch zu recherchieren,
wirklich ins Hasenloch zu gehen, sich die Zahlen und Daten und Fakten auch von wirklich von objektiven, unvoreingenommenen Experten, Expertinnen, Wissenschaftlern, also wirklich Leute, die wirklich nachdenken und also jetzt nicht nur sozusagen für den Staat arbeiten oder für einen Pharmakonzern oder in irgendeiner Weise verblendet sind oder ignorant sind oder einfach ja, Lobbyarbeit betreiben, für wen auch immer oder für, aus welcher Agenda auch immer. Ja, von Bill Gates angefangen bis hin zu den Ärzten oder sogenannten Gesundheitsaposteln im Auftrag des Staates. Ja, das, ob das jetzt zum Thema Cannabis ist und sozusagen medizinisches Cannabis. Okay, also das ist einmal das eine und das andere, wie gesagt, geopolitisch, monetär, ökonomisch ist eine absolute Katastrophe und wir sind eigentlich schon in der Rezession und wir schlittern tiefer und tiefer rein in die Depression, Stagflation, extrem hohe Arbeitslosenquoten überall, Insolvenzenwellen kommen jetzt und dann noch sich sozusagen auf die Zunge gehen zu lassen, dass der strafrechtliche Tatbestand, die Insolvenzbeschleppung eigentlich jetzt auch, so vor allem in Deutschland, eigentlich jetzt auch noch vom Staat, vom System jetzt noch gefördert wird. Ja. Das heißt, Zombieunternehmen werden jetzt noch mehr aufgepumpt mit Krediten, die ziehen wiederum die gesunden Unternehmen auch noch sozusagen in die Scheiße hinein und die Schuldenblase wird immer immer größer. Es werden jetzt, wir reden jetzt nicht mehr von Milliarden, sondern von Billionen, nicht wahr? Also auf Englisch Trillions, ne? Werden jetzt gedruckt, sei es physisch oder auch digital. Die Inflation ist jetzt voll im Rollen. Es gibt die eine, also es gibt Preisinflation und natürlich für die Generation der Boomers und Babyboomers ist es natürlich immer gut, jetzt noch natürlich, es gibt so eine Art Vermögenswertinflation. Ne? Also deshalb ist ja auch der Aktienmarkt komplett entkoppelt von der realen Wirtschaft. Deshalb sieht man auch, der Aktienmarkt ständig aufsteigen. Das hat ja absolut nichts mehr mit der Realität zu tun. Ja? Also bereitet euch vor. Es gibt unzählige Tonnen an wirklich hochqualitativen Podcasts wie meinen, wo ich hochkarätige Kapazunder-Koryphäen auf ihrem Gebiet, sei es Technologie, Ökonomie, österreichische Ökonomie, Bitcoin, aber auch ja zum Thema Gold ja, hinzuziehe, sie befrage, interviewe. Also bitte liken, teilen, folgen, abonnieren und vielleicht ein positives Review, ein positives Statement mal irgendwo abgeben auf einer meiner verschiedenen Podcast-Plattformen auf YouTube. Also herzlichen Dank nochmal für deine Unterstützung. Und es ist jetzt Zeit, wirklich. Es ist nicht, er hätte es schon nicht heute, sondern schon gestern, vorgestern, falls du es noch nicht getan hast, ein bisschen, einen Bruchteil ins Bitcoin. Das können auch nur ein paar Satoshis sein. Wie gesagt, ein Bitcoin sind 100 Millionen Satoshis. Und es ist eine lange Zeit. Ja? Es ist sozusagen, die Zeitpräferenz ist dann sozusagen herabgesenkt. Und man sieht jetzt sozusagen in die Zukunft. Und das ist eine Langzeitinvestition, eine Langzeitveranlagung, ein Langzeitwertspeicherungsmittel. Ja? Und dann kommt sozusagen das Tauschmittel Verrechnungseinheit und das globale sozusagen Vergleichsschicht quasi oder Settlement Layer, ja, wo man quasi dann alles dann verrechnet auch in Bitcoin. Also die Katze ist im Sack seit nach 12 Jahren. Es ist absolut, Bitcoin ist absolut das härteste und knappeste Geld, das jemals in der Menschheitsgeschichte kreiert wurde, noch einmal. Es ist dezentralisiert, fungibel, es ist teilbar, es ist nicht konfiszierbar, nicht kontrollierbar, nicht manipulierbar, es kann nicht verwässert werden. Du kannst zu jedem Zeitpunkt, in jeder Sekunde, sofort, mit ein paar Klicks kannst du sofort nachschauen, wie viel Bitcoin gemeint worden sind, wann der nächste Block generiert wird, wie hoch die Blockgröße wird, also bei welcher Blockgröße wir sind. Ja, also zurzeit, wir haben heute den 30. September 2020, sind circa 18,5 Millionen Bitcoin schon gemeint worden und insgesamt gibt es in der Totalität ein bisschen weniger als 21 Millionen, aber sagen wir mal in absoluten Zahlen 21 Millionen Bitcoin, nicht mehr. Gegen den Strich geht von Zentralbanken, Regierungen, Staaten, die nur also auf den Prinzipien von Gewalt, Aggression, Zwangsausübung, territoriale Zwangsmonopolisierung, systematischen Diebstahl beruhen. So, mein Name ist Kevan Davan, ich bin der Total Connector. Nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung. Bitte liken,
teilen, folgen, abonnieren. Schreib mir bitte ein positives Review oder ein positives Testimonial auf irgendeine der Podcast-Plattformen. Kannst mir auch gerne deine Wünsche, deine Anregungen schicken an hello@thetotalconnector.com. Beziehungsweise meine Direct-Messages sind offen auf YouTube, beziehungsweise auf Twitter, LinkedIn, Facebook auch, Telegram. Kevan Davani ist mein Twitter-Handle. Und ja, die Zeit ist reif. Es ist jetzt Zeit, neue strukturelle Transformationen herbeizuführen. Und das beginnt nun mal beim Geldwesen. Und die Menschen können sich nun mal nicht vorstellen, dass wir dann sozusagen dann eine totale deflationäre Ökonomie haben werden. Uns ist ja seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, ich weiß nicht, vielleicht, oder auf jeden Fall seit 100 Jahren eingetrichtert worden, dass Deflation etwas Schlechtes sei. Hast du etwas dagegen, immer weniger zu zahlen, mehr und mehr Kaufkraft zu haben mit deinem Geld und dafür für immer bessere, immer mehr innovative Produkte und Services bezahlen zu können? Und das ist eben Bitcoin. Ja. Ich meine, sonst hätten wir jetzt nicht diese Technologien jetzt in unserer Hand, ja, wie das Smartphone, die Computer, die immer effizienteren Chips und so weiter. Das ist deflationär. Und wenn wir dem Ganzen sozusagen den Freiraum geben, ja, und wirklich den freien Markt, ja, also ganz primitiv Angebot und Nachfrage regeln lassen, ja, dann können wir auf eine Zukunft blicken, wo wir tatsächlich, ja, wo erstmal diese ganze Blödsinn um Bevölkerungsexplosion und so weiter also obsolet sein wird und wir werden dann tatsächlich 15 bis 20 Stunden, wenn überhaupt, freiwillig dann arbeiten, weil diese ganzen schweren Arbeiten, diese Fließbandarbeiten, diese ganzen viele Produktivitätsschritte, ja, werden einfach nur mal von Technologien übernommen werden, sei es Machine Learning, künstliche Intelligenz, Robotertechnologie, ja, aber dezentralisiert, ja, das heißt, es wird dann, aber wir müssen dann sozusagen, wir müssen Verantwortung übernehmen, wir müssen Selbstsouveränität übernehmen, wir müssen verstehen, dass die Ursachen im Geld liegen, ja, und Geld ist ja nichts Schlechtes, uns ist mal eingetrichtert worden, ja, das Geld ist böse, nein, die Entitäten, die Strukturen, diese zentralisierten und kontrollobsessiven Strukturen wie die Zentralbanken, die privat kontrolliert im Eigentum sind, strafrechtlich immun sind, unantastbar sind, unberührbar sind, absolut nicht haftbar sind, ja, in Kollusion mit den Regierungen, das sind die Entität, das sind die Strukturen, die alles andere sozusagen, alle anderen Systeme, alle anderen Abläufe manipulieren und kontrollieren und schlussendlich die gesamte Menschheit auch versklaven. Super Materialien, Bücher, Artikel, Podcasts, Videos, Dokumentarfilme, das ein oder andere. Wir arbeiten selber jetzt dran an einem Dokumentarfilm, wo wir die Vision aufzeigen wollen, was überhaupt Bitcoin in der Essenz bedeutet für den alltäglichen Menschen im alltäglichen Alltag. Ja. Was bedeutet Deflation? Ja. Also überlegt sich jetzt natürlich die Inflation, das ist ja von der Lagarde quasi, die ja schon strafrechtlich verurteilt wurde, schon einmal ursprünglich anvisierte Ziel hinausschießen wird. Das heißt, wir werden höhere Inflation haben auf gut Deutsch, so oder so. Das heißt, die Europäische Zentralbank geht sich das natürlich, wie erwartet, in die Fußstapfen der US Federal Reserve, das eben nicht federal ist, sondern auch privat kontrolliert ist. Also da kann ich nur empfehlen, das Buch zu lesen von The Creature of Jekyll Island, die Kreatur von Jekyll Island, geht in die Geschichte zu von 1913, wie diese sogenannte US Federal Reserve heimlich eben gegründet wurde und dann eben still und heimlich zur Weihnachtszeit damals, dann 1913, dann einfach signiert wurde und verabschiedet wurde und damit auch sozusagen die komplette Versklavung dann der Menschheit beschleunigt wurde. Du musst dir der Gefahr bewusst sein, dass auch Gold noch immer, so wie auch in den 30er Jahren durch die Exekutivorder 6102 konfisziert werden kann und wurde auch damals und weiterhin werden könnte. Es ist auch schwer zu transportieren, Gold, ja, aber mit Bitcoin kannst du im Prinzip 12 oder 24 Wörter dir merken, über die Grenze gehen und dir dein ganzes Vermögen in deinem Besitz wieder verschaffen. Ja. Also wir leben wirklich in unglaublich exponentiell evolutionären technologischen Zeiten und es ist nicht mehr aufzuhalten. Also da gibt es ja viele synonyme Bezeichnungen für all diese Herrschaftsformen, aber es ist in einer Art und Form, es ist eine Art von Zentralplanwirtschaft, territoriale Zwangsausübung, Aggression und Zwangsausübung
Und ob das jetzt Sozialdemokratie ist oder irgendwelche anderen politischen Formen, Systeme, Regierungen, Staaten, Zentralbanken, es geht immer um Unterdrückung, um systematischen Diebstahl, Ausbeutung und ja, und Sklaverei schlussendlich. Also Zeitdiebstahl. Also ich kann dir wirklich nur das, falls du Englisch verstehst, bitte schau dir mal das Interview mit Robert Breedlove an, das ich das co-gehostet wurde, auch von Stephanie von Jahn, auch eine fabelhafte, wundervolle Ökonomin. Also wie dieses Systemat, wie viele Billionen an Zeit, an Stunden und der Menschheit gestohlen wurde. Ja? Durch die Zentralbanken und durch die in Kollision mit den Regierungen und Staaten. Kaufe Bitcoin, besorg dir bitte ein Hardware Wallet, falls du Fragen haben solltest, bitte melde dich bei mir und langfristig ein Schritt nach dem anderen, schlussendlich auch die Selbstsouveränität erlangen, indem du dir ein Full Node machst. Mittlerweile wird es schon immer alles leicht und leichter, sodass du nicht nur deine Privatsphäre erhöhst, sondern dich auch vollkommen unabhängig machst, indem du jede Transaktion selber verifizierst und validierst. Also wir steuern wirklich in eine Zeit hinein, wo es wirklich das Thema auch freie Privatstädte, Citadels oder was auch immer, die Unabhängigkeit von, ja, auch vom Internet durch Satelliten und satellitengestützte lokale Mesh-Netzwerke, wie auch dann Bitcoin-Transaktionen machen können, das ist schon jetzt schon, ja, in einer unglaublich exponentiellen, schnellen Entwicklung. Auch, ja, unsere Kinder auch in einer freien Welt aufwachsen lassen, ja. Wo alle diese Kinder auch ihre Fähigkeit, ihre Talente zur Entfaltung bringen können. Ja. Also es geht wirklich ganz, ganz einfach gesagt, geht es einfach nur darum, die essentiellen Dinge des Lebens einfach zu schützen zu lassen. Ja. Und das ist einfach Eigentum, Eigentumsrechte, Sicherheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit, ja, Gesundheit. Und der Rest erledigt sich von selbst. Ja. Deshalb gibt es eine freie Privatwirtschaft. Wir haben hier schon lange keinen Kapitalismus. Wir haben schon lange keinen Freimarktwirtschaft. Das ist ein Cantillon-Effekt. Ne. Das ist Diebstahl, das ist eine Art, ja, verbrecherischer Kapitalismus, pyramidenförmig gestaltet, wo eben durch Inflation, ja, ja, einfach der gegenteilige Effekt einfach eintritt. Das heißt, von unten nach oben, ja, wird quasi der Wert raufgesaugt. Ja, und damit die Reichen und die Reichsten immer noch mächtiger und reicher gemacht. Ja. Deshalb haben wir auch Vermögensinflation, Vermögenswert. Warum, ja, werden dann sozusagen, warum steigen dann die Aktien und die Grundstücke, ja, Immobilien in exorbitant astronomische Höhen, ja, komplett abgekoppelt von der Wirtschaft. Ja. So, in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal für deine Unterstützung. Alle Links findest du auch in den Shownotes und falls du irgendwelche Fragen haben solltest, Wünsche, bitte melde dich bei mir. Alles Liebe und vergiss nicht, Bitcoin zu kaufen. The Total Connector, Kevan Davani.